Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier bei Leia Wien und müssen hier einmal rein, würde ich mal behaupten. Und Haut mich. Hey! Das mich. Oh. Dein Kopf gehört mir. Elend. Hey! Nimm das. Okay, geht schon gut los. So. Was haben die denn da für eine Rüstung? Marodeur. Stahlbrustharnisch. Julius Lonavo. Oh, Mithril. Nehme ich mal mit. So, was ist das? Claymore des Schocks. Okay, haben wir jetzt schon mal alles, Skuma. So, rechnen. Okay, warte mal. Okay, das ist einiges wert, aber schlechter als meine Rüstung. Zählt das als leichte Rüstung mit Riel? So, Silber Claymore. Nehme ich mal mit. Ist die vielleicht besser, die Claymore? Ist zweihändig, ne? Die ist einhändig, aber die ist auch zweihändig. Mist. Ja. Nee. Kann ich den nicht irgendwie verschieben oder so? Wir sind unseren Verehrer losgeworden. Bedauerlicherweise. Pergament, stimmt das? Ich durchsuche hier mal alles. Was muss ich denn genau hier finden? Ich glaube, ich muss nur das Kuma mitnehmen, ne? Ah, okay. Verdammt, jetzt habe ich es nicht gelesen. Mist. Mist, jetzt habe ich es nicht gelesen. Jetzt war ich zu voreilig. Tut mir leid jetzt um unseren Verehrer. Der hätte eigentlich rausgehen können. Ja, gut. Ich habe jetzt aber auch nicht erwartet, dass er lange überlebt. Eigentlich war es abzusehen, dass er drauf geht. Kriegen wir einen neuen Verehrer? Hattet ihr Glück bei der Jagd auf Lonavo? Skuma wieder. Ihr habt es vollbracht. Ich kann euch gar nicht genug danken. Bei den Göttlichen, ich danke euch im Namen der Legion. Hier ist eure wohlverdiente Belohnung. 220 Gold. Kilos Novalos Ring entfernt. Quest beendet, Überfall auf Grauland. Okay, jetzt haben wir hier aber noch eine andere Quest gehabt, die ich hier, war das ein Leia Wien? Nee. Tarmena sagt, Schriften danach, mythischen Morgen, nee, das war das Hauptquest. Wir machen uns in der Kaiserstadt, ja, wo waren das, mit Leia Wien wieder? Wir hatten ja noch eine Quest in Leia Wien, hier. Mir kommen seltsame Berichte von merkwürdigen Geräuschen und Gerüchten zu Ohren, die aus dem Bereich um Rosentia Galenos Haus hier in Leia Wien kommen. Vielleicht sollte ich die Sache untersuchen. Machen wir das mal. Wir haben jetzt aber unseren Verehrer nicht getötet, oder? Das waren jetzt nicht wir.
die Trennlinie. Gehen wir mal da rein, da können wir mal die Sachen verkaufen. Was kann ich für euch tun? Rüstung, Waffen, ich habe, was euer Herz begehrt. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, ich möchte dir das hier andrehen. Ein guter Preis für einen guten... Das hier möchte ich dir andrehen. Und die Mithril-Sachen. Weil die leider nicht besser sind als meine. Ein gutes Geschäft. Hat er irgendwie was? Nee, ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ich glaube, der hat nichts. Wiedersehen. So, wie viel brauche ich jetzt eigentlich noch für die nächste Stufe? Wir sind ja aktuell Stufe 11. Das muss ich auch irgendwie wieder hinkriegen. Okay, eine Verbesserung noch. Gehe ich mal von aus, eine. Ich glaube, Wortgewandtheit wäre das nächste, was wir jetzt... Ne, doch nicht. Muss ja von den Hauptdingern sein. Von denen hier. Also Wiederherstellung wahrscheinlich. Habt ihr mal eine Münze? Hast du mal eine Mark? Seid gegrüßt. Ist das hier das Haus? Oder ist ja Galenos Haus? Bitte, helft mir. Diese albernen Skampe machen mich noch wahnsinnig. Ich kann nicht helfen, tut mir leid. Ich kann helfen, falls ihr... Ach, danke sehr. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es Schwierigkeiten einbringen würde, diesen Daedra-Stab zu kaufen. Jetzt bezahle ich viel mehr dafür als nur ein paar Goldstücke. Daedra-Stab? Vor ein paar Wochen kam ein Schwertmagier durch Lea Wien und er hörte, dass ich gern Raritäten kaufe. Er wollte diesen Stab verkaufen, den ich hier trage. Ich habe ihn nur zu gern gekauft, weil ich den Wert von daedrischen Relikten gut kenne. Ich war allerdings ein wenig misstrauisch, weil er so einen niedrigen Preis verlangte. Sein Verlust, mein Gewinn, so dachte ich. Als ich ihn ein wenig genauer betrachtete, fand ich ein kurzes Wort in Runenschrift darauf. Mit einem Buch aus meiner Bücherei fand ich die Übersetzung. Das Wort war Unsinn. Aber als ich es laut sagte und den Stab dabei festhielt, tauchten plötzlich 4 Skampe auf. Ich glaubte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber seltsamerweise standen sie einfach nur dort. Und schon bald merkte ich, dass sie mir auf Schritt und Tritt folgten. Ich konnte mich mit diesen Skampen im Schlepptau nicht in der Stadt sehen lassen, also entschied ich mich, den Stab wegzuwerfen. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, den Stab wirklich aus der Hand zu geben. Dieser Stab ist ganz offensichtlich verflucht. Und jetzt bin ich daran gebunden. Und wo komme ich ins Spiel? Ich möchte, dass ihr zur Magiergilde hinübergeht und mit einer guten Freundin von mir redet, mit Alves Uvenem. Sie ist die einzige in der ganzen Stadt, der ich vertrauen kann. Ich konnte ihr bereits eine Nachricht zukommen lassen, aber sie hat mir noch nicht geantwortet. Wenn ich selbst gehe... werden die Skampe mir folgen und mein Geheimnis wird sich allen offenbaren. Okay, wegen dem Daedra-Stab. Alves sollte mir dabei helfen können, mich von diesem Stab zu befreien. Wir spielen oft Karten in den 3 Schwestern und wir sind alte Freundinnen. Sucht ihren Rat. Okay, und wegen der Skampe? Diese abscheulichen kleinen Kreaturen sind eklig. Sie stinken und sind laut und sie ruinieren mein schönes Haus. Ich muss sie loswerden. Niemand darf erfahren, dass Skampe hier drinnen sind, oder sie werden denken, ich wäre zum Daedra-Kult übergetreten. Das versucht mal der Stadtwache zu erklären. Okay, Alves ist eine erfahrene Forscherin. Sie hat sicher einige wertvolle Informationen für euch. Das ist süß. Okay, auch zur Magiergilde.
Das fand ich jetzt, also die Scumps waren doch irgendwie süß. Stehen da und tun einem nichts. So, das ist die Magiergilde. So. Alves Uvenium. Arme Rosentia. Sie ist schon seit Tagen in ihrem Haus gefangen. Wie habt ihr das gewusst? Kurz gesagt, der Gestank hat euch verraten. Ihr müsst da in etwas getreten sein. Nun, sagen wir einfach, in etwas sehr Unangenehmes. Sorgt einfach dafür, dass unser Treffen geheim bleibt. Wenn die anderen Magier davon Wind bekämen, dass ich etwas mit Rosentias neuen Gästen zu tun hatte, ich könnte aus der Gilde ausgeschlossen werden. Rosentia? Ich bin froh, dass sie es schließlich schaffte, jemanden hier herüberzubringen. Ich habe alle Informationen über ihre, sagen wir, kleinen Probleme zusammengetragen. Okay, Daedra starb. Nach einigen Nachforschungen muss ich wohl leider sagen, dass Rosentia das Unglück hatte, in den Besitz des Stabs der Immerskampe zu geraten. Ein fieser Spaß von Sheogorath, würde ich sagen. Sie kann ihn nur loswerden, wenn jemand ihn freiwillig annimmt. Wegwerfen oder anderweitig abgeben geht nicht. Ja, niemand würde dieses Ding kaufen, nachdem es jetzt in Gang gesetzt ist. Die einzige Chance besteht darin, ihn zu seiner ursprünglichen Ruhestätte zurückzubringen, zur Dunkelgrundhöhle. In der Höhle befindet sich angeblich ein Schrein für Sheogorath. Dort kann der Stab abgelegt werden und die Skampe sollten zurückbleiben. Ich habe auch gehört, dass der Stab seinen Besitzer deutlich langsamer werden lässt als normal. Vermutlich noch eine Methode, wie der Schöpfer dieses Stabs das Ärgernis daran noch größer machen wollte. Bitte überbringt Rosentia sofort diese Informationen und helft ihr, wenn ihr könnt. Ich glaube, dass sie kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht, die Ärmste. Ja, da glaube ich. Übermittelt Rosentia meine Grüße. Wenn ich noch etwas tun kann. Okay, apropos, wo war hier nochmal die Kapelle? Ja. Ich muss eben meine Dingswerte hier wieder hinkriegen. Wegen dem Irrlicht. Eine Münze für einen alten Bettler. So. Altar der Neun. Frohlocket, euer Glaube hat eure Gebrechen von euch genommen. Okay, das hat sich wieder verbessert, immerhin. Ich hoffe, wir können den Stab behalten. Oder wir kriegen den Wabajak. Oder Wabajak, oder wie man es ausspricht. Rosentia? Ich hatte schon befürchtet, dass ihr nicht zurückkehren würdet. Wegen dem Daedra-Stab. Oh, bitte, ich flehe euch an. Bringt diesen Stab in die Dunkelgrundhöhle, damit er und all die Skampe für immer von hier verschwinden. Ich kann nicht kämpfen. Und wer weiß, wer oder was den Schrein bewacht. Und wisst ihr eigentlich, wie schmutzig es in einer Höhle ist? Ich würde meine ganze Kleidung ruinieren. Tut dies für mich und ich werde euch mit einer anderen Seltenheit belohnen, die ich vor einigen Jahren fand. Mit einem wertvollen Ring. Seid ihr bereit? Wohlan, ich bin bereit, ich nehme an. Hier ist der Stab. Sobald ihr geht, werden die Skampe euch folgen. Aber bitte seid vorsichtig. Ich will nicht auch noch euren Tod auf dem Gewissen haben.
Die Dunkelgrundhöhle ist nicht sehr weit von hier. Aber der Weg dorthin ist tückisch. Seid vorsichtig und gute Reise. Laufen die laufen jetzt mit mir hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann hier angreifen. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, bin ich euch gern zu Dienst. Okay, ne, die greifen nicht an. So, ich bin aber auch nicht langsamer, oder? Oh, das sieht ja süß aus, wie vier kleine Scumps mir hinterherlaufen. Ein Meister der leichten Rüstung erhält einen Rüstungsbild. Ich muss in die Richtung, okay. Ich hoffe, wenn ich von anderen Feinden angegriffen werde, dass die mich dann mitverteidigen oder so. So, warte mal. Wo genau befindet sich das? Ach, schon gleich hier vorne. Okay. Ich habe gefunden, Dunkelgrundhöhle. Und wo soll der Weg hier gefährlich und tückisch sein? Wo sind meine Scumps? Da kommen sie. Die sind süß. Mann, ich will die behalten. Ich bin bei der Dunkelgrundhöhle angekommen. Ich sollte hineingehen. Achso, ich dachte schon. Was kommt da auf mich zu? Achso, ist ein neuer gekommen. Okay. Wenn einer stirbt, kommt ein neuer. Ich hoffe, die greifen auch meine Feinde an. Nö. Athletikfertigkeit verbessert, immerhin. Hier haben wir eine Truhe. Also ich habe keine Ahnung, wo der jetzt sein soll. Hatte ich hier irgendwie einen Weg? Ich muss hier runterspringen, kann das sein? So, wo sind meine Scumps? Ach, hier gab... Okay. Und hier kamen die jetzt. Werde ich jetzt noch von einem anderen Scamp angegriffen.
jetzt ist nur die Wiederherstellung verbessert. Ah, jetzt können wir. Jetzt sind wir Stufe 12. Silber, hoppala. Nehmen wir mit. Ihr seid im Weg. Ihr seid im Weg. Darf ich die hauen? Nehme ich mit. Kann ich verkaufen. Mist. Alter. Wie sieht eigentlich das dädrische Ding hier aus, der Zauberstab? Ja, gut. Ich habe den Schrein von Sheogorath erreicht. Ihr solltet den Altar suchen und den Stab in dessen Nähe ablegen. Ich habe das Gefühl, ich muss den Stab immer, der Immerskampe, nicht mehr besitzen. Ach, da oben. Okay, muss ich das hier ablegen? Nicht genug Platz. Ich habe den Stab in der Nähe des Altars beim Schrein von Sheogorath abgelegt. Die Scams scheinen mit ihrem neuen Zuhause zufrieden und das Beste von allem, sie folgen mich nicht mehr. Ich sollte mit diesen Neuigkeiten zur Resentia zurückkehren. Warum brenne ich jetzt? Achso, weil ich in Feuer gerannt bin, oder wie? Eine süße kleine Quest auf jeden Fall. Eine dädrische immerhin. So, ich sehe den Weg nicht. So, jetzt sehe ich ein bisschen was. Achso, das war der Eingang. Okay. Und jetzt ist sogar dunkel. Die Tage gehen hier aber auch recht schnell um, finde ich. So, Bereich wird geladen.
Hallo. Mariska, das Graf Leavin. So, wo muss ich am besten lang? Beziehungsweise irgendwo würde ich auch gerne mal die Nacht verbringen. Grüße. Wenn wir jetzt schon Stufe 10 sind, 12. Ich sehe keine Skampen und auch nicht den Stab. Ja, wegen den Skampen? Ich lasse immer noch die Böden schrubben. Was essen diese Biester überhaupt? Ach, geht. Keine Ahnung, was die essen. Der Nebendarstab ist übrigens weg. Hier ist der Ring, wie versprochen. Ich habe ihn vor vielen Jahren in einem Laden in der Kaiserstadt für einen ehemaligen Geliebten gekauft. Er ist mit jemand anders davon gelaufen, also gehört der Ring nun euch. Der Ladenbesitzer nannte ihn den Ring von Eidolons Ufer. Ich glaube, er wird euch gefallen. Okay, danke schön. Lebt wohl und möget ihr jede Nacht sicher an ein warmes Feuer zurückfinden. Ja, schau mir mal den Ring an. Und ich zieh den hier an. Festigen Blocken 9 Punkte an selbst. Festigen Schwertkampf 9 Punkte an selbst. 2200 ist der Wert. Okay, nice. So, jetzt ist die Frage, wo war noch mal... Wie ist das Wertebefinden? Habt ihr gehört, dass die Ritter der neuen heilige Reliquien sammeln? Oh! Wiedersehen. Oh, hallo. Hallo. So, wo war jetzt noch mal hier, der andere links? Hier irgendwo, ne? Da ist die... Ne? Da, das müsste das sein, wo man pennen kann. Hallo! Was wünscht ihr? Ich hätte in Hammerfell bleiben sollen. Ihr... Gibt's hier noch einen anderen, wo man pennen kann? Großkapelle von Zeneta, Margrets Haus, Kingos, Rajirs Haus. Beste Warengarantien, die Trennlinie. Haus zum Verkauf. Okay, Herberge zu drei Schwestern. Wo kann ich mich melden wegen dem Haus, das verkauft wird? Sieh sich einer diese Muskeln an. Ach, Kellen, du schon wieder. Ihr... Ja, Adagi ist mein Name. Arme Adagi, ganz alleine. Jetzt, da Quadar nicht mehr ist. Arme Witwe Adagi. Adagi erteilt Unterricht, ja. Leichte Rüstung ist meine Fertigkeit. Adagi muss sehr hart arbeiten, denn sie ist ganz allein auf der Welt. Lebt wohl. Hi! Was kann ich für euch tun? Ein Bett hätte ich gern. Ich habe genau das Richtige für euch. Eine wunderschöne Zimmerflucht im ersten Stock. Für nur 40 Goldstücke pro Nacht. 40. Ein echtes Schnäppchen. Wäre das etwas für euch? Natürlich. Alles andere wäre töricht. Einfach die Stiege dort hinauf. Erster Stock im Ostflügel. Alle Annehmlichkeiten wie daheim. Ja, okay. Wiedersehen. Wie geht es euch heute? Seid gegrüßt. Hi, Margaret. Ostflügel? Ost. Okay,
Wir haben 10 Uhr. Ja, 10 Stunden pennen passt. Dann können wir wieder die Punkte investieren. So, Konstitution nochmal 3. Nochmal in Stärke. Und in Schnelligkeit. Dann sind wir ein bisschen schneller. Geschicklichkeit müssen wir auch noch machen. So, hallo? Ah, ich wollte schon sagen. Ich grüße euch. So, wo kann ich eigentlich mir das Haus hier kaufen? Bei wem? Nicht Kämpfergilde wahrscheinlich, übliche Bücher. Magiergilde. Dunkelforst Rottenhalle. Maris Haus. Alval Uvanes Haus. Jabaris Haus. Stadtwache Kaserne. Srodiil. Beste Warengarantie. Hier waren wir noch nicht in dem Platz. Haben wir uns noch gar nicht angesehen, was da sein könnte. Ah, okay. Hier gibt's Wasser. Aber keine Nierenwurz. Vielleicht ins Schloss rein? Wie ist das Wertebefinden? Mazoga der Ork? Seid ihr der Graf? Nein. Dann geht fort. Seid ihr der Graf? Ja. Ihr seid ein Lügner. Ihr seht kein bisschen wie ein Graf aus. Okay, ich dachte, die greift mich an. Oder... Okay, was haben wir hier? Ein Pflanzer. Was auch immer ein Pflanzer ist. Schloss leer wie ein Kerker. So. Hlidara Mothril? Was wollt ihr? Nichts. Seht euch vor. So. Seid gegrüßt, Gräfin, Ritter. Gräfin Alessia Caro? Bitte fahrt fort. In diesen schweren Zeiten zählen wir auf Leute wie euch, die unsere Grenzen gegen Banditen und Gesindel sichern. Wir alle profitieren von eurem rechtmäßigen Einsatz gegen die Gesetzlosen. Und wir bestärken euch, sie zu bekämpfen und zu vernichten, wann immer es möglich ist. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Melona Umbranox ist ohne ihren verantwortungslosen Mann viel besser dran. Seine ehrenwerteste Tat war es, zu verschwinden und sie in Ruhe zu lassen. Auf Wiedersehen. Okay, Graf Marius Caro? Marius Caro, durch die Gnade der neuen Graf Leavin. Ihr seid mir fremd, doch seid begrüßt. Vielleicht möchtet ihr der Grafschaft Leavin einen Dienst erweisen. Ich möchte ein Haus kaufen. Zufällig steht gerade ein kleines Haus mitten in der Stadt zum Verkauf. Es ist ein altmodisches Gebäude, klein, aber ordentlich. 4000 Goldstücke abgemacht, nehme ich mir. Ich kann es mir noch nicht lassen. Sind mir zu viel? Nee, ich nehme die. Nun gut, ich werde meinen Majordomus die Besitzurkunde ausstellen lassen. Hier ist euer Schlüssel. Es ist ein schönes Haus, mitten in der Stadt. Es befinden sich allerdings so gut wie gar keine Möbel darin. Da würde ich euch einen Besuch bei Gundalas von Beste Waren und Garantien empfehlen. Er kann euch etwas besorgen.
Okato-Topic? Ihm und dem Rest des Ältestenrats ist Cyrodiil egal. Sie sind besessen von den Provinzen und lassen uns im Stich. Was hast du für Gerüchte? Unser Leben ist nicht immer einfach, aber die Menschen wollen bedient werden. Was kannst du mir über Leavin sagen? Ich bin stolz auf die Tradition meiner Familie im Dienst von Leavin und seinen Bewohnern. Wir begegnen vielen Herausforderungen, aber so die Götter wollen, werden wir standhalten. Im Dienst Leavins, was habt ihr vor? Ich brauche eure Hilfe. Hier ist eine Ork namens Masoga. Sie behauptet, ein Ritter zu sein, will aber nicht preisgeben, was sie vorhat. Bekommt heraus, warum sie hier ist und berichtet mir. Ihr werdet für euren Dienst für Leavin angemessen entlohnt werden. Okay, Quest auf Masoga der Ork. Wenn ihr euch gleich um die Angelegenheit kümmert, soll es euer Schaden nicht sein. Welche Quest ist jetzt aktiv? Okay. Haus. Machen wir zuerst. Ich will mein Haus sehen. Und danach machen wir das mit Masoga der Ork. So, welches Haus denn meinst du? Das hier? Nee. Da hinten? Ernsthaft, das kleine... Das kleine Ding hier? Ich hatte jetzt gedacht... Ich lebe hier echt in Armut. Tür geöffnet mit meinem Leavin-Haus. Da ich nun bei meinem neuen Haus in Leavin angekommen bin, sollte ich mir in Gundalas Laden beste Waren und Garantien einige Möbelstücke dafür kaufen. Warum kriege ich immer solche Häuser? Ich will ein gutes Haus. Ja, okay. Mal sogar der Ork. Machen wir dann. Ich will mal ein gutes Haus haben. So wie die anderen. So ein Punktding. Seid ihr der Graf? Der Graf hat mich geschickt. Der Graf? Dann kann ich mit euch sprechen. Ich bin Masoga. Masoga der Ork? Ja, ich bin eine Ork. Ich wurde in einer Felshöhle geboren und ich habe keine Eltern. Also brauche ich auch keinen Familiennamen. Ihr scheint nicht zu wissen, wie man mit einem Ritter spricht. Dann werde ich es euch beibringen. Sagt ja, Herr Masoga. Herr, ihr seid eine Frau, sagt nichts. Ich bin ein Ritter, also sagt Sir, sagt ja, Herr Masoga. Ich sag mal nichts. Ihr wollt mich nicht mit Herr ansprechen? Ihr schweigt aus Furcht. Ich würde mich schämen, mit so einem feigen Etwas, wie ihr seid, zu kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Was wünscht ihr? Wegen Masoga Für euch, Herr Masoga. Ich bin ein freier Ritter. Ich habe keinen Herrn. Habt ihr ein Problem damit? Ihr seht nicht wie ein Ritter aus. Ihr habt keine Ahnung, was es heißt, ein Ritter zu sein. Also, schweigt! Ein Argonier namens Webamna ist in der Stadt. Bringt ihn mir her. Webamna? Wisst ihr, wo Webamna ist? Soweit ich weiß, ist er ein Jäger und weiß alles über die Wälder hier. Ja, nein. Und übrigens, ich bin Ritter der Neuen, also was willst du denn? Ja, komm. Geht und sagt ihm, dass ich ihn sofort treffen will. Ich treffe ihn dort. Na, sogar der Ork hat sich aktualisiert. Ich bin Ritter der Neuen. Was will die Dame?
Wie beim Nashaus? Nachrichten. Bien, dich wollte ich jetzt nicht sprechen. Webam Nah. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Webam Nah. Was wünscht ihr? Mazoga der Ork möchte was wünschen. Oh, eine Ork will mich treffen. Und was geht mich das an? Ist mir entgangen, wie sehr ich euch mag, dass ich euch diesen Gefallen tun sollte? Vielleicht mag ich euch gar nicht besonders. Ich werde also nicht gehen. Mazoga der Ork, So. Eine Ork will mich treffen. Und was geht mich das an? Ist mir entgangen, wie sehr ich euch mag, dass ich euch diesen Gefallen tun sollte? Vielleicht mag ich euch gar nicht besonders. Ich werde also nicht gehen. Ich mag die Ork-Dame auch nicht. Auch ihr. So, da, warte mal, nee, nicht hier, sprach mit Webam Nah und übermittelte ihm Mazogas Nachricht. Webam Nah? Na, na, okay. Webam Nah will nicht mit ihr zusammenarbeiten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. Wieso sollte ich seine Meinung ändern wollen? Ich bin Webam Nah. Ich bin ganz Ohr. Ihr macht mir eine tolle Bitte, da. Ihr solltet euch was schämen. Ihr macht... Das ist gar nicht... Gute Arbeit. Gute Arbeit. Bitte. Ach, gar nicht witzig. Nicht mal... Meine... Bäh, das... Ach, ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Das ist ein... Ihr solltet... Wirklich... Ach. Spart euch. Wirklich? Bitte. Ihr seid abscheulich. Spart euch. Gute Arbeit. Das ist ein... Ihr solltet euch was schämen. Ich meine... Das ist... Bleibt weg von mir. Spart. Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Eine tolle... Bitte, da werde ich ja rot. Viel... Bleibt... Meine Güte, was... Da... Spart. Ich... Das ist ein schönes Kompliment. Spart. Eine tolle... Ihr seid ab... Oh nein, das ist zu... Ihr... Ich wünsch... Gar nicht... Oh nein, das ist... Ich wünsch... Jetzt ist das aber gut. Ihr... Meine Güte. Ich wünsch... Bleibt... bitte, da werde ich ja rot. Vielen Dank. Das ist ein schönes Kompliment. Bemerkenswert. Ihr macht mir keine Angst. Bleibt weg von mir. Ich raff das nicht. Ihr, ich, bitte, gar nicht witzig. Nicht gut, bleibt. Oh nein, das, bleibt. Ich, oh nein, das, gut, das ist ein schönes Kom. Ich, jetzt ist das aber gut. Ein, das ist ein schönes, ein, meine Güte, bleibt. Gut, bitte, da werde ich, meine Güte. Bitte, da werde ich ja rot. Vielen Dank. Ihr macht mir kein... Ihr macht mir keine Angst. Wir... habt... Seht ihr? Für mich... Jedes kleine bisschen hilft. Das ist nicht schlecht. Aha, so. Eine Ork namens Mazoga will mich also treffen. Und sie glaubt wirklich, dass ich zu ihr komme? Ich ja. Kenne sie nicht. Ich denke, es wäre klug, sie zu ignorieren. Andererseits, ich habe noch nie irgendwas durch Klugheit herausgefunden. Und ihr scheint ein guter Kapitän zu sein. Ich denke, Kapitän. Ich werde nachsehen müssen, was es damit auf sich hat. Habt Dank. Okay, er geht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt mache. Also, wofür, was... Kann ich mir raten, die ist auch hier irgendwo jetzt? Die wartet? Muss ich hinterher? Ich habe Mazogas Nachricht überbracht und Webam Nah erklärte sich zu einem Gespräch mit Mazoga bereit.
Vielleicht sollte ich mitgehen und herausfinden, um was es geht. Wo wollen die sich treffen? Warum das mit der Wortgewandtheit, das raff ich hier noch gar nicht. Wahrscheinlich hier. Der müsste jetzt auch gleich reinkommen, oder? Kommt er jetzt? Ah, da ist er schon. Okay. Ihr wollt mich sprechen? Ihr seid Webamna? Ja. Ich möchte nach Fischerfelsen. Wo liegt das? Von Leavin bis Fischerfelsen sind es etwa 6 Stunden Fußmarsch in nördlicher Richtung. Es liegt am Ostufer des Nieben. Bringt mich hin. Jetzt. Ich hab's eilig. Wieso? Das ist meine Sache. Nun, wenn ihr mir den Grund nicht sagen wollt, führe ich euch nirgendwo hin. Dann zur Hölle mit euch! Wir haben Nachsprache mit Mazoga. Vielleicht sagt mir Mazoga jetzt, worum es geht. Webamna will mich nicht nach Fischerfelsen bringen. Fischerfelsen? Webamna will mich nicht nach Fischerfelsen bringen. Wisst ihr, wo es liegt? Ich behaupte mal ja. Bringt mich hin. Jetzt. Warum? Dieser Kerl, Mogens Windwender, der lagert in der Nähe von Fischerfelsen. Bringt mich hin. Ich rede mit ihm. Und dann werden wir sehen, was passiert. Hört ihr mich? Ich rede zuerst mit ihm. Kein Zähne einschlagen oder Kopf abreißen. Ist das klar? Was ist das eigentlich für eine Rüstung, was die hat? Ich verstehe, folgt mir. Wie reden und dann erst zuhauen? Möglicherweise. Ihr wisst, wie es ist. Aber nicht, bis ich fertig geredet habe. Okay, ich verstehe, folgt mir. Der Argonier sagt, es ist nördlich von Leavin, etwa 6 Stunden zu Fuß, am Ostufer des Nieben. Lasst uns gehen. Okay, folge mir. Los, Bewegung! Ich bin direkt hinter euch. Worauf warten wir noch? Was ist das für eine Rüstung? Ich will die haben. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Warte mal, wo ist Fischerfelsen? Hier? Sechs Stunden? Hatte Nibamna gesagt? Ist das eine Ork-Rüstung, was sie da hat? Vollständige? Gibt's hier ein Tor? Und draußen? Da. Okay. In die Richtung. Gruß euch. Und Grüße zurück. Leavin Nordosttor. Okay. Wo ist die Ork-Dame jetzt hin? Hat die sich jetzt verlaufen? Da seid ihr ja.
noch eine Nierenwurz? Wie viele haben wir jetzt? 11. 9 Stück noch. Küste entlang. Komm, wir gehen einfach die Küste entlang. Vielleicht mit etwas Glück finden wir noch ein paar Nierenwurzel. Und wer weiß, vielleicht geht die noch gleich drauf. Und da können wir ihr die Rüstung abnehmen. Und schauen, ob die überhaupt besser ist als meine. Okay, was will uns hier angreifen? Da ist noch eine Nierenwurz. Klammkrabben sind super. Ganz schön übermütig. Ist nicht mein Problem, wenn die den Weg nicht findet. Wer ist das da jetzt? Kaiserlicher Legionsforester. Okay. Lass mir raten, sie will zum Feuer. Fischerfelsen. Bringt mich nach Fischerfelsen. Jetzt! Wir sind da. Folgt mir bitte. Los, Bewegung! Ich bin direkt hinter euch. Worauf warten wir noch? Wir sind da. Kommt doch. Jabaja? Jabaja ist ein Abenteurer. Genau wie ihr. Ich plaudere nicht gerne. Haltet mich da einfach raus. Am nördlichen Rand von Cirudi liegt eine dünn besiedelte Bergwildnis, die Valusberge. Okay, danke schön für die Info. Lebt wohl. Aisha kümmert sich um Aishas Angelegenheiten. Das solltet ihr vielleicht auch versuchen. Um Aishas Angelegenheiten kümmern? Kein Thema. Ich bin Mogens Windwender. Ich sehe mich mal um. Habt ihr was dagegen? Was? Kommt die jetzt her? Will ich auf jeden Fall noch ansehen. Erinnert ihr euch an mich? Nein. Wer seid ihr? Ich bin Marzoka. Ihr habt meine Freundin Ravindra getötet. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr seid ein verlogener Hurensohn. Ihr habt Ravindra getötet und jetzt werde ich euch töten. Marzoka sprach mit Morgans Windwinder, woraufhin sie miteinander kämpften. Morgans Bande ist mit dabei, daher wird Marzoka Hilfe brauchen. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ich werde euch in Stücke hacken.
So, was hat die hier? So, Zwergendolch können wir verkaufen. Hoppala. Was mit dir? Eisenpfeil. Silberpfeile. Stahldolch. Mithril, Brustharnisch. Leichte Rüstung bin ich jetzt nicht so der Fan von. Am Fischerfelsen geriet Mazoga in einen Kampf mit 4 Banditen. Jetzt sind alle 4 Banditen tot. Nun muss ich Marius Caro Bericht erstatten. Ich habe meinen Schwur gehalten. Morgens Windwender ist tot. Morgens Windwender hat eine Bande. Sie beraubten und töteten Reisende. Ravindra hat das gesehen und den Wachen berichtet. Morgens konnte fliehen, aber vorher hat er Ravindra getötet. Meine beste Freundin Ravindra. An diesem Tag wurde ich Ritter und schwor einen ritterlichen Eid. Ich habe lange gesucht und jeden gefragt. Schließlich hörte ich, dass er sich in Fischerfelsen versteckt hält. So, jetzt wisst ihr alles. Ihr habt mir geholfen und das werde ich euch nie vergessen. Nehmt euch von den Toten, was ihr wollt. Ich kam, um meinen Schwur zu erfüllen. Und das habe ich jetzt getan. Mazogas Geschichte? Als ich meine tote Freundin sah, habe ich geschworen, ein echter Ritter zu sein und alles wieder gut zu machen. So, und jetzt habe ich ein paar gute Taten zu vollbringen. Ich weiß nicht viel über das Ritterdasein, aber ich werde lernen. Sagt, ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Ihr müsst selbst ein echter Ritter sein. Ihr seid ein Kumpel. Ich bin ein Kumpel. Sofort Friendzone. Okay. Kettenstiefel kaputt. Wo ist die Nierenwurz jetzt hin? Ich hab doch gerade irgendwo da hinten einen gesehen. Oder wo? In welche Richtung? An dem Baum war das oder hier? Ich will die Nierenwurz. Jeder wird das war an dem Baum. Mist. Ich glaube, die Nierenwurz werde ich nicht mehr finden. Ich habe da doch vorhin eine gesehen. Mann. Ich brauche die doch. Wir sind Derion. Aber egal. Ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.